Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf Kurs. Pünktlich zum Saisonstart 2013-2014 melden wir uns wieder zurück. Und was passt besser, als die neue Saison mit einem Neuzugang zu beginnen? Wir haben uns Milorad Pekovic geschnappt, den wohl prominent Neuzugang des FC Hansa Rostock. Und prominent, das ist auch ein sehr gutes Stichwort, denn viel Prominenz war gekommen zum Benefizspiel Hansa Rostock gegen den FC Bayern München. Das Ergebnis war von Anfang an Nebensache. Für die meisten im Stadion ging es nämlich vielmehr darum, die Stars des FC Bayern München einmal live in Rostock zu erleben. Und gekommen waren sie fast alle. Da wären zum Beispiel Pep Guardiola, der neue Star-Trainer des FC Bayern, oder Franck Ribéry, Philipp Lahm oder Arjen Robben, um nur einige zu nennen. Einen ganz besonders warmen Empfang gab es vor allem für Toni Kroos, der früher einmal in der Jugend der Kogge spielte und dessen Vater hier immer noch Trainer im Nachwuchsbereich ist. Toni Kroos war aber an diesem Tag auch nicht der einzige Rückkehrer. So traf auch der inzwischen deutschlandweit bekannte Musiker Materia wieder bei Hansa ein, und zwar als Gast-Co-Trainer. Bei all der Prominenz verwunderte es keinen, dass das Stadion mit 28.000 Zuschauern bis auf den letzten Platz gefüllt war und den Ostseekickern damit ordentlich Geld in die Kasse gespült wurde. Dies war auch von Beginn an das Ziel dieses Benefitspieles, das im Rahmen der Ja zum FCH-Kampagne stattfand. Mit Fernsehverkaufsrechten, Sponsorengeldern und Kartenverkauf nahmen die Rostocker so circa 1 Million Euro ein. Ach ja, am Ende gewannen die Bayern im Übrigen mit 4:0. Aber wie schon gesagt, das Ergebnis reine Nebensache. Und wie versprochen, nun nehmen wir uns Milorad Pekovic. Milorad, ich habe vorhin schon dich gefragt, 35 Jahre bist du alt, kurz vor dem 36. Lebensjahr. Da sagt man so als Fußballer normalerweise, kümmert man sich um andere Dinge, neuer Job. Man legt sich in die Hängematte, lässt die Beine so ein bisschen schaukeln, aber du machst nochmal einen Neuanfang bei Hansa Rostock. Ja, weil bei mir Fußball macht immer noch Spaß und ich immer noch spiele gerne Fußball und deswegen bin ich auch hier gekommen. Ich normalerweise in so Alter in Fußball ist schon denk an Rente, aber wie gesagt, macht immer noch Spaß und ich bin gerne hier. Jeden Tag mache ich gerne Training und deswegen bin ich auch hier. Normalerweise gibt man dann auch so älteren Spielern, gestandenen Spielern nur noch ein Jahresvertrag. Du hast einen Zweijahresvertrag bekommen. Ich wollte schon sagen, du hast noch wirklich noch viel vor hier, ne? Ja, so sieht's aus und wie gesagt, immer noch macht Spaß Fußball zu spielen und ich weiß, was für ein Traditionsverein Hansa ist und ich bin gerne hier gekommen, habe ich auch richtige gute Gespräche mit Uwe Fester gehabt und wie gesagt, freue mich, dass ich hier weitere 2 Jahre Fußball spielen kann. Ich wollte schon gerade nämlich fragen, was deine Beweggründe waren, hierher zu kommen. Das Gute ist für Hansa Rostock ja auch immer, dass Verträge für die neue Saison so im Frühsommer gestartet werden. Da kann Rostock natürlich überzeugen mit Sonne, Strand und Meer. Und hat dich das auch ein bisschen bewogen, hierher zu kommen? Ja, ich habe schon ein paar Mal hier gespielt und immer habe ich ein gutes Gefühl sozusagen. Und wie gesagt, vom Umgebung, vom Hansa hab ich auch viel gehört und wie gesagt, tolle Fans, das ist eigenartig und hier macht Fußball Spaß und das war die Gründe, warum bin ich hier gekommen. Spaß hat ganz sicherlich Hansa Rostock das Spiel gegen Bayern München gemacht. Leider konntest du nicht mitspielen, hat sich ein bisschen geärgert? Ja, natürlich gegen Bayern macht immer Spaß zu spielen und das ist eine tolle Geschichte. Aber wie gesagt, für uns, was wichtiger ist, die Saison. Die Saison fängt nächste Woche an. Ich bin leider ein bisschen angeschlagen, aber ich hoffe bis Samstag, dass ich korrigiere das. Und wie gesagt, für mich wichtiger dieser erste Spieltag. Jetzt wollen wir nicht immer auf Alter rumhacken, aber ich habe vorhin auch noch mal schnell reingeguckt. Mit 30 Jahren hast du dein Länderspieldebüt in Montenegro erst gegeben. Ne? Ja, schönste Sache bei mir ist nach 30. So Lebensjahr sind passiert. Und wie gesagt, das erste Spiel habe ich mit 30 gemacht. Und wie gesagt, macht Spaß und ich spiele immer noch gerne Fußball, obwohl, wie gesagt, das 36 Ball, das ist schon ein gewisses Alter, aber wie gesagt, ich fühle mich gut, ich fühle mich fit und deswegen spiele ich weiter. Dass es dir Spaß macht, sieht man. Du bist nämlich gleich nach dem Training hierher gekommen, um mal zu sagen, warum du jetzt nämlich so ein bisschen rumschwitzt. Eine andere Frage ist, Montenegro ist jetzt nicht gerade fußballerisch so sehr schon in Erscheinung getreten, aber ihr spielt eine unglaublich gute Rolle in der Qualifikation für die WM, ne?
Ja, wir sind immer noch gut dabei. Das war schon letzte Quali für die Europameisterschaft so, dass wir Relegation gespielt haben. Und damals haben alle gesagt, dass das ist schon war Überraschung. Aber jetzt dieses Jahr, wir sind auch gut dabei. Wir sind immer noch erster Tabellenplatz. Natürlich, wir haben echt Pech gehabt, dass wir verloren zu Hause gegen die Ukraine sind. Aber das ist Fußball. Aber wie gesagt, wir spielen bis zum Schluss und ich hoffe, dass das dann kommt was. Wäre das die Verwirklichung eines Traumes nochmal, wenn man 2014 in Brasilien aufläuft? Natürlich. Und man in Deutschland kann das nicht vorstellen, was unten los ist, weil hier man immer Nationalmannschaft auch immer Erfolg und die spielen immer. Aber bei uns im Land mit 500.000 Einwohnern, das ist eine große Geschichte. Und wie gesagt, das ist wie eine normale Stadt hier in Deutschland. Wir spielen die ganze Zeit oben und wir sind jetzt vor dem England, erster Tabellenplatz. Und das unten große Euphorie und deswegen haben wir vielleicht Fehler gegen Ukraine gemacht, aber sonst, das ist eine Riesengeschichte und ein Erfolg für uns. Nochmal Thema Alter. Alter hat auch Vorteile, das haben wir vorhin gerade gesehen beim Mannschaftsfoto, da muss man nicht ganz so lange warten auf sein Porträtfoto. Da waren wir natürlich dabei für Sie und da wollen wir einen kleinen Beitrag zeigen, bevor wir wieder mit Milorad Petković da sind und mal so ein bisschen die neue Saison beleuchten wollen. Hier stehen die drauf, da stehen die in der Mitte und dann welche davor. Okay. So, vordere Reihe von links nach rechts. Fadi, Blacher, Brinkis, Hanel, Künnemann, Markus, Jakobs. Sitzend. Es ist gar nicht so einfach, mehr als 20 Mann unter einen Chef, Hut zu bringen und denen dann später auch noch ein Lächeln zu entlocken. Mittlere Reihe stehend. David neben Sherwin. Das Erstellen des Mannschaftsfotos gleicht ein bisschen einer Sisyphus-Arbeit, bei der man ohne entsprechende Vorbereitung wirklich nicht allzu weit kommt. Das geht schon los mit Last-Minute-Aufträgen, denn die neuen Sponsoren wollen ja schließlich gut in Szene gebracht werden. Und es geht weiter bei der entsprechenden Auswahl des Hintergrundes, bei dem die Sonne einem nicht immer das Leben einfacher macht. Oder wir machen es auf die Südrichtung. Dann haben sie genau die Sonne und alle gucken mit Augen zu. Das geht nicht. Okay. Und da ist ja noch der Plan, auf dem geschrieben steht, wo jeder sich zur rechten Zeit aufzuhalten hat. Geht dann knallhart nach Größe sozusagen, damit es hübsch aussieht, sagen wir mal einigermaßen, von außen nach innen. Also die größten Stellen stellen wir in die Mitte und das geht dann sozusagen nach stufenweise nach außen. Gleichberechtigung sieht anders aus, ne? Gleichberechtigung sieht anders aus in dem Fall, aber hier zählt nur Optik und kein fußballerisches Vermögen. Anders als auf dem Platz dann. Sherwin, ganz links bitte sitzen. Wo ist David? Ach so, und wenn wir schon bei Gleichberechtigung sind, Alter spielt bei einem solchen Mannschaftsfoto eine ganz entscheidende Rolle. Denn die Jungen im Kader haben da noch gewisse Nachteile. Im Endeffekt geht es ja nicht nur darum, das Mannschaftsfoto, sondern nachher auch die Porträtfotos. Da gibt es wiederum knallharte Hierarchien. Da möchte der Trainer schnell fotografiert werden und der Jüngste muss dann am längsten warten, bis die Fotografen vorbeikommen und dem tragen wir dann auch Rechnung. Das ist auch kein Problem. Rutsch mal ein bisschen rein, Jungs. Und wie zum Beweis, dass die Jungen nicht nur länger stehen müssen, sondern des Öfteren mal auch für die Älteren rennen, steht diese Szene. Ja, wo sind die Koffer denn? Der Jüngste. Warte mal. Ich muss jetzt mal laufen. Robin, läufst du mal schnell bitte? Holst du den Koffer? Nur zur Info, der Robin war bis vor kurzem noch auf Krücken angewiesen. Ja, so ein Einstieg ins Profigeschäft ist halt nicht leicht. Umso besser tut da das Lob vom Kapitän. Oh, gut, dass du da bist, mein Junge. Genau, ein Stück nach rechts oder nach links. Bis zuletzt auf sich warten lassen im Übrigen die Trainer, die dann auch noch lieber entsprechend erst einmal sitzen wollen, anstatt zu stehen, wie es der Plan will. Stehen bitte, Herr Reinke. Ich will fertig sein, heute kann ich mir schon gut wäre, wenn ihr den ganz linken, ganz links, wenn der noch ein bisschen, der, guck mal, der kippt doch nach links rüber. Und wenn zum Schluss noch jeder Fotograf seine Einschätzung der Lage kundgetan hat, dann ist es schließlich soweit. Eins, zwei, drei und bitte! Foto! Am Ende sehen die Resultate im Übrigen so aus. Tja, die Arbeit hat sich anscheinend gelohnt. Bergmann, Reinke. Team.
freue mich aufs Büro. Rostock geht ab. Die ganze Stadt in einer App. Jetzt Rostock mobil erleben und entdecken. Zahlreiche Angebote aus Gastro, Hotels, Shopping, Kultur, Events, Specials und vieles mehr. Die wichtigsten Termine und Veranstaltungen. Aktuelle Tagestipps, Stadtrundgänge und Erlebnistouren. Benutzereigene Favoritenliste und. Jetzt gratis downloaden im iTunes App Store. Und da sind wir wieder zurück mit Milorad Pekovic. Dein Spitzname auf dem Platz ist Krieger. Dürfen wir uns auf den Krieger in Rostock freuen zur neuen Saison? Spitzname ist Peko, aber das war der letzte Trainer von mir. Mike hat immer Krieger gesagt. Das war auch meine Art und Weise, Fußball zu spielen. Man muss nicht immer schön sein. Und ich gehe jeden Zweikampf voll und 100%. Und ich versuche in jedem Spiel, jedem Training mein Bestes zu geben und vielleicht deswegen Krieger. Es gab eine Umfrage unter Zuschauern und die hat Hansa Rostock auf Platz 1 gestellt, der Aufstiegsfavoriten. Ist das ein bisschen vermessen oder glaubst du, ihr könnt da eine Rolle mitspielen? Mal sehen, man weiß ja nie, wie die Saison läuft. Wir fangen erst an und wir werden das sehen nach ein paar Spieltagen. Auf jeden Fall, wir haben eine gute Mannschaft und wir machen eine gute Vorbereitung. Macht natürlich keinen Spaß, aber wie gesagt, wir machen richtig gut. Und wir freuen uns jetzt für den ersten Spieltag gegen Kiel. Natürlich, wir wollen eine gute Saison starten und eine gute Saison spielen. Was daran kommt, dann sehen wir später. Das sind sicherlich aber trotzdem persönliche Ziele, die du erreichen willst, die 2 Jahre, oder? Natürlich, man will immer Erfolg haben und das spielt keine Rolle jetzt wo man ist. Oder ich will jetzt mit Hansa Erfolg haben, das will für den ganzen Verein, ganze Stadt wahrscheinlich auch. Und wie gesagt, wir sind bereit. Natürlich, wir wissen, dass auch letztes Jahr nicht optimal gelaufen hat. Und wir wollen auf jeden Fall besser machen. Wir gehen vom Spiel zum Spiel, vom Training zum Training. Wir wollen uns verbessern, von jedem Training, für jedes Spiel. Und wie gesagt, wir werden jedes Spiel 100% geben, jedes Spiel da sein. Und was dann kommt, dann werden wir später sehen. Du hast schon einige Jährchen auf dem Buckel, das haben wir jetzt immer wieder gesagt. Andreas Bergmann, ein guter Trainer, Andreas Reinke, eine gute Trainerkombination. Hast du da ein gutes Gefühl bei? Ja, ganze Zeit. Wir sind schon 3-4 Wochen zusammen und macht Spaß. Und man freut sich, hier zu sein und im Training. Und das ist eine richtig gute Kombination. Und wie gesagt, wir sind alle gespannt jetzt für den ersten Spieltag und wir wollen jetzt zeigen, weil das ist auch neue Mannschaft, viele Leute sind gekommen. Wir wollen uns zeigen, wir wollen zeigen, dass wir das, was wir drauf haben. Gegen München gab es sicherlich auch einen kleinen Eindruck, was passieren kann, wenn hier Erfolg ist. Die Zuschauer sind, denke ich, begeistert mitgegangen. Hat dich das auch ein bisschen wenigstens beeindruckt für Drittliga-Verhältnisse? Man kann nicht darüber reden, das ist tolle Unterstützung und tolle Fans. Wir werden auch versuchen, dass wir so möglich, dass wir gut Fußball spielen, dass Leute wieder zurückkommen, weil das war schon überragend, was hier vorgestern war. Und wir wollen das auch jedes Spiel zu Hause haben und wir werden versuchen, wie gesagt, gut Fußball zu spielen, viele Punkte zu holen, dass Leute wieder ins Stadion kommen. Letzte Frage an dich ist, du hast vorhin schon gesagt, du bist ein bisschen angeschlagen, gegen Bayern hast du leider gefehlt. Bei wie viel Prozent bist du? Können wir dich am ersten Spieltag erwarten? Es ist schwer zu sagen, aber Hauptsache am Samstag 100%. Okay, dann danke ich dir. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen sehr guten Start in die Saison. Und für Sie, liebe Zuschauer, gibt es dafür noch ein paar Karten zu gewinnen und würde mich auch freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Selbst im Stadion bei einem Spiel des FC Hansa Rostock dabei sein? Kein Problem, denn wir verlosen für jedes Heimspiel der Kogge 5x2 Freikarten. Um bei den unten genannten Terminen im Lostopf zu sein, schreiben Sie bitte eine Mail an gewinnspiel@juni-media.com. Und wer weiß, mit ein bisschen Glück erleben Sie unsere Fußballstars dann hautnah. Und wenn nicht, dann möchten wir Ihnen als mögliche Alternative noch das Hansa-Fanradio ans Herz legen.